Hi, ich bin Rocco von Syntonic und ihr hört Pommesgabel Podcast von Power Metal. Ich wollte mal was anderes sagen als Hallo und herzlich willkommen, aber ich fürchte. Servus, Grüezi und Hallo hättest du auch noch sagen können. Mache ich. Servus, Grüezi und Hallo. Hat mir Rocco gerade gesagt, soll ich sagen. Zumindest einige Variationen, ne? Ja, das stimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de, und wir sind hier heute zusammen mit Rocco von der Band Syntonic. Hallo, Rocco. Hallo, hallo. Und mit dabei ist auch Marcel. Hi. Und Jakob ist auch da. Hallo, Jakob. Moin, moin. Hallöchen. Rocco, stell dich bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du in der Band? Was macht eure Band? Ich bin der Gitarrist der Band Syntonic und Sänger und schreibe auch vorwiegend die Lyrics in der Band Syntonic. Also die Band ist eine Dreier-Kombo. Meine Zwillingsschwester, die spielt Bass, und mein bester Kumpel, der ist an den Drums. Okay, und Syntonic, kannst du mir erklären, was in diesem Bandnamen steckt? Ist das eine Kombination aus zwei Wörtern? Also ich musste spontan an Gin Tonic denken, obwohl ich überhaupt nicht trinke. Syntonic ist eigentlich relativ seltsam. Es kommt aus der Technik und heißt eigentlich, dass zwei Frequenzen sozusagen gleichzeitig in eine Schwingung kommen. Hat aber auch eine, sagen wir mal, psychologische Aussage, so im Sinne von, dass man extrovertiert eigentlich ist. Okay, und was ist für euch die Bedeutung, oder ist es beides? Ist eigentlich beides. So ganz, das kann man es auch gar nicht mehr zurückverfolgen. Aber ich glaube, wenn man auf diese zwei Begriffe zurückgeht, würde man sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Also weil wir auch vom, sag ich mal, von den Variationen her doch recht unterschiedlich an Musik herangehen, uns, glaube ich, nicht irgendwo festlegen. Natürlich sind wir so im Rockbereich angesiedelt, aber wir lassen einfach bestimmte Dinge einfach auf uns zukommen. Du hast gerade gesagt, man kann es nicht so leicht nachverfolgen, denn euch gibt es ja schon seit 1999, ne? Genau, ja. Also 99 hat die Band sich gegründet, vorher in verschiedenen Formationen gespielt, wie man das so halt als Teenie macht, einfach mal hier und da gespielt. Und dann hat sich die Band in der jetzigen Formation gefunden und ist seit dem Zeitpunkt mehr oder weniger aktiv. Es gab mal Hochphasen, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, auch aufgrund der verschiedenen Lebenswege, die man so hat. Wir sind ja alle in unterschiedlichen Berufen auch tätig, aber sobald die Zeit frei ist, sind wir auf dem Proberaum und entweder an neuen Songs oder spielen die alten Songs und gucken, dass wir, wenn es geht, irgendwelche Gigs an den Start kriegen. Was machst du beruflich? Ich bin Lehrer für Englisch und Philosophie. Ah, okay. Nicht für Musik. Das habe ich meinem Schlagzeuger überlassen. Der ist an einer Privatmusikschule und gibt da Schlagzeugunterricht. Und ich bewundere immer, weil ich kenne halt viele aus dem Bekanntenkreis, die an Musikschulen unterrichten. Und ich weiß auch nicht, bei Musik, da fehlt mir komischerweise die Geduld. In englischer Philosophie kann ich das, glaube ich, ganz gut. Aber bei Musik, da wäre ich wahrscheinlich schnell ungeduldig. Ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wahrscheinlich kann sich ein Handwerker auch nicht vorstellen, dass ich keinen Nagel reinschlagen kann oder irgendwie Reparaturen im Haus machen kann. Aber in der Musik kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen, dass man kein Rhythmusgefühl zum Beispiel hat. Und da klären mich die Leute in meinem Umfeld immer auf, wie sie das zum Beispiel Kindern beibringen mit bestimmten Zählzeiten und so weiter. Das wäre mir wahrscheinlich zu anstrengend. Kann ich nachvollziehen. Ich habe lange klassischen Gesangsunterricht gehabt und für mich ist es richtig weird, wenn Menschen nicht in der Lage sind, Töne zu treffen. Ja, na, obwohl manchmal trifft man ja, also ich würde auch nicht sagen, ich bin der allergrößte Sänger, aber ich weiß im Kopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo der Ton im Kopf ist. Die Reproduktion des Tones ist manchmal natürlich aufgrund der physischen oder physiologischen Bedingungen nicht, sag ich mal, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, die Zauberflöte von Mozart hört, dieser, ich weiß nicht, es gibt da diese eine ganz krasse Stelle, dieses, ne, diese ganz hohe Stelle, die kann man ja auch nur mit sagen wir mal, einem bestimmten Alter nur singen, ab dann geht ja diese Power sozusagen zurück, dass man bestimmte Töne einfach nur noch im Kopf weiß, aber man kann sie nicht reproduzieren. Aber ich weiß, was du meinst, dass Leute dann auch falsch singen und denken, die hätten gut gesungen und das wäre total clean gewesen, ne? Ja, genau. Also so bei Sachen, die außerhalb meiner normalen Vocal Range sind, genau. Da passiert mir das halt auch, aber alles, was so innerhalb des Bereichs ist, den ich auch mit meiner normalen Sprechstimme habe, ne? Genau. Kommen wir zu eurer Musik zurück. Der Grund, weshalb wir heute sprechen, ist hauptsächlich, dass im Oktober 2020 euer Album, wie spricht man es aus? Mosaik, würde ich jetzt sagen? Mosaik. Ja, wir haben diese Schrift in diese Lautschrift gesetzt, um so ein bisschen von dem Albumtitel abzusetzen, von anderen Alben, und hätten das natürlich auch klassisch MOSIC schreiben können, aber das war so ein Sinn dahinter. Bevor wir jetzt aber über das Album an sich sprechen, müssen wir nochmal kurz auf euren Sound eingehen. Ihr
erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Leipziger Band Disillusion, also vertrackt, proggig, aber nicht zu hart, ein bisschen verkopft, also nichts, was man sich so nebenbei anhören würde. Das wäre jetzt meine Umschreibung. Wie würdest du denn eure Musik beschreiben? Oh, sehr schwierig. Also ich habe das ja schon eingangs erwähnt, dass wir natürlich im Rock angesiedelt sind, aber wir sind halt recht offen für Experimente. Also gerade was so Sounds anbelangt, bestimmte rhythmische Strukturen, wollen wir uns da nicht so festlegen. Also ich weiß jetzt nicht, wie tief du das Album gehört hast. Ich würde einfach sagen, dass es schon in dem Prog-Bereich ist, aber auch Anleihen von Alternative hat, Anleihen von Electronic Sounds hat. Das ist immer so schwierig zu sagen. Ich meine, jede Band sagt, oh, man kann das nicht einordnen und wir sind ja so individuell. Das ist ja halt so ein typisches Gequatsche einfach. Aber ich denke trotzdem, dass es hauptsächlich natürlich, wie gesagt, im Rock anzusiedeln ist, aber eben schon, sag ich mal, man kann es ausdehnen, den klassischen Rockbegriff. Für uns ist halt wichtig, dass die Songs auch eine gewisse Eingängigkeit trotzdem haben. Also mir ist zum Beispiel die Melodik unheimlich wichtig. Ja, und sehr spannend ist ja auch, finde ich, dass der Bass in fast allen Songs ja eine recht wichtige Rolle übernimmt. Und beispielsweise in This Is You Own oder Sun übernimmt er ja auch die Melodieführung. Das ist ja sehr selten, aber ich finde das sehr erfreulich. Aber wie kam es so dazu? Das kann ich erläutern, ja. Also meine Schwester kommt ursprünglich auch aus der klassischen Gitarre. Und im Rahmen oder im Zuge der Bandfindung brauchte man eigentlich noch jemanden, der Bass spielt, weil Gitarre, Gesang und Schlagzeug schon besetzt waren. Und so hatte ich dann meine Schwester überredet, sozusagen mal, komm, versuch doch mal dich am Bass. Und ich glaube, dieses verspielte, sag ich mal, melodiöse ist bisher immer noch auf den Platten zu hören. Und ich glaube, deshalb nimmt der Bass in der Hinsicht doch schon eine Rolle ein, die jetzt nicht Standard ist. Absolut, ja. Spannend auf jeden Fall. Und echt selten geworden, finde ich. Und du hast ja auch schon gesagt, eure Songs bewegen die sich ja abseits genormter Strukturen. Ich höre auch neben Rock-Einflüssen auch Jazz- und Funk-Einflüsse. Habt ihr den Unterricht genommen oder seid ihr Autodidakten wie? Also ich hatte mal ganz zum Anfang, mal war ich aber auch 19 Jahre alt, Gitarrenunterricht gehabt. Vielleicht bis maximal, ja, 12 Jahre, glaube ich. Und dann hat mir es aber auch keinen Spaß mehr gemacht, weil mir das dann irgendwie zu langweilig geworden ist. Und im großen Teil, abgesehen vielleicht unseren Schlagzeuger, der hat, glaube ich, 4 oder 5 Jahre Schlagzeugunterricht gehabt. Ach ja, er studiert, sorry, er ist noch gerade da oben. Er ist studierter Schlagzeuger, sorry. Hat er dich gerade böse angeguckt? Er hat mich gerade böse angeguckt. Er hat beim Drummers Institute hat er sein Studium gemacht. Meine Schwester und ich sind eigentlich Autodidakten, ja. Auf jeden Fall. Also wir haben uns das eigentlich selber beigebracht, ja. Ja, okay. Respekt, nicht schlecht. Gibt es denn Musiker unter euch dreien, die auch noch in anderen Bands spielen oder gibt es für euch nur Syntonic? Also ich habe seit 99 nur immer in dieser Band gespielt, ja. Wir hatten mal so Upside, so kleine Projekte mal, aber das ist so marginal, dass es kaum erwähnenswert ist. Welche Musik hört ihr privat? Weil eure Musik ja von Syntonic sehr, sehr vielschichtig ist. Und da würde mich einfach mal interessieren, was ihr eigentlich so privat hört. Also meine Favorites sind auf jeden Fall die Pumpkins, Smashing Pumpkins, genauso wie die Foo Fighters. Ich bin auch totaler Fan von Prodigy, die Chemical Brothers. Ich höre aber auch privat Jazz. Klassik, also gerade so Vivaldi ist auch so eine Sache, die ich gerne höre. Das sind so eigentlich so die Hauptanfälle. Faith No More vielleicht noch als Band, die ja auch sehr vertrackt ist, war auch so eine Band, die uns stark beeinflusst hat. Aber man musste dann irgendwann auch mal eigene Wege gehen und das ist ja irgendwo immer eine Kopie. Ich meine, selbst viele, es gibt ja diese Parabellformel, diese typische, die U2 hat, die Lady Gaga hatte, da gibt es ja so ein Video, 40 Bands mit 4 Akkorden, die immer gleich waren und so einen typischen Pop Song oder so einen Pop-Erfolg zu haben. Ich weiß, was du meinst, ja. Hab ich schon mal gesehen. Das ist ein bisschen erschreckend, aber auch etwas, wie soll ich sagen, man erschreckt sich, aber es ist auch irgendwie ein bisschen, eigentlich ist es erschreckend, ist nicht mehr. Der Punkt ist ja einfach, wir haben ja in der europäischen Musik ja nur 12 Töne und die kannst du sozusagen nicht mehr ausreizen. Es war ja schon alles da, aber was unendlich ist, sind die Melodien. Du kannst 4 Akkorde haben und eine komplett unterschiedliche, das muss natürlich, wenn du zum Beispiel Halftime spielst, dann kannst du auf einmal ein ganz anderes Lied machen. Die Leute sind total überrascht.
was? Das sind dieselben Akkorde? Das glaube ich gar nicht, ne? Und du kannst die Leute auch täuschen, weil die natürlich nicht auf die Grundtöne hören, sondern nur auf die Melodie und denken so, der Song sei anders. Aber der ist ja gar, also die, es ist ja kein anderer Song. Nur die Melodie ist eben anders, ne? Springen wir zu Mosaic. Das kam, wie ich schon gesagt habe, im Oktober 2020 raus. Wie war denn die Resonanz bisher? Die Resonanz war für unsere Verhältnisse ganz okay. Ich habe mir jetzt mal auch die Rezensionen reingezogen. Wie gesagt, da wir mehr oder weniger nicht mehr aufgrund der beruflichen Situation so am Start sind, fand ich die Resonanz eigentlich ganz zufriedenstellend. Gucken wir uns mal das Artwork von Mosaic an. Es sieht ja nicht nur ein bisschen aus wie ein Mosaik, sondern hat auch eine interessante, ja, Dreck. Die Grafik, finde ich, mit jedem Blickwinkel verändert sich die etwas. Wie hat es entwickelt und was sagt es so für dich aus oder für die Band, für das Album? Die Entwicklung des ganzen Artworks hat meine Schwester gemacht. Die arbeitet auch als Grafikdesignerin. Das ist ganz praktisch, dass man nicht noch extra einen internen, sag ich mal, bezahlen muss, der das Ganze macht und der dann, mit dem man dann auch immer im Austausch sein muss. So kann man dann wirklich immer gucken. Also wir haben ja ungefähr so die gleichen Vorstellungen von Ästhetik. Das ist ein Bild, das eben für mich sozusagen alles darstellt, was es gibt, also ein bisschen so ein philosophischer Ansatz, das aus verschiedensten kleinen Teilen einfach besteht. Also man sagt ja manchmal, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und man kann sich in diesen Teilen verlieren, aber trotzdem sind diese kleinen Teile auch sozusagen wichtig für das komplette Ganze. Wenn bestimmte Teile fehlen, dann wird es eben nicht das Ganze sein. Das war so der Ansatz eigentlich von dem Artwork. Ja, toll. Das passt ja auch wiederum gut zur Musik, ne? Genau, das war ja auch der Sinn, warum wir das so gesucht haben. Das war auch so ein langer Erfindungsprozess. Wie nennen wir das Album? Und so, also das sind so schon so Sachen, die dann auch wieder einen bestimmten Zeitraum in Anspruch nehmen. Aber wir waren uns doch dann letzten Endes schnell einig, dass wir das Album Mosaic nannten und haben dann, sag ich mal, also zumindest meine Schwester hat dann nachgeguckt, wie wir das grafisch am besten umsetzen. Jakob hat ja schon gesagt, euer Album hat dieses Muster, also das sind ganz viele weiße Quadrate, sage ich jetzt mal. Das ist auch auf eurer Homepage zu sehen und es gibt ein paar Songs, die man sich von euch auf YouTube anhören kann. Und da sind dann auch so, ich sage jetzt mal, Visualizer-Videos mit diesen Bausteinen, die sich dann auch bewegen. Wie wichtig ist euch denn dieser optische Aspekt? Der optische Aspekt spielt natürlich eine große Rolle, aber nur in der Kombination mit der Musik. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Musik und Optik, dann würde ich immer mich für die Musik entscheiden. Wenn man dann schon eine Art Video macht in dem Sinne, dann sollte das natürlich auch schon passen. Aber nicht unbedingt, also sozusagen erzwungen. Sondern es sollte zumindest so eine Symbiose eingehen. Wir sind jetzt Leute, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir, unsere Gesichter in den Mittelpunkt stellen, sondern eher eben die Musik. Deshalb haben wir uns auch so ein bisschen auf diesem Wege grafisch, sag ich mal, ausgedrückt, eben mit diesen Kunstvideos da. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass die Aufnahmen zur Mosaic dann dementsprechend in die Corona-Pandemie fielen. Ja, die Aufnahmen, die fingen im April 19 an. Die zogen sich natürlich dann bis, genau eigentlich kurz bevor wir das Mastering fertig hatten, Gott sei Dank, bis Ende Februar. Und dann war eben nochmal die Frage, worüber veröffentlichen das? Wir hatten uns dann entschieden dann für RecordJet. Das zu machen, aber gab es dann einige Probleme mit den Bandtiteln, weil wir die ungefähr, also bei einigen Bandtiteln, zum Beispiel Snow Black Symphony, da ging es dann darum, dass das Black klein sein sollte, das ging dann erstmal wieder nicht und dann gab es so einen gewissen E-Mail-Verkehr über Wochen, ob das dann so auch dann überall bei den ganzen Plattformen so steht und deshalb kam das dann erst im Oktober sozusagen raus, ne? Also das war jetzt auch quasi der Grund, warum das Album 8 Monate dann später rauskam. Und halt, wir wussten jetzt auch nicht genau, wie das sich mit der Corona-Pandemie, sag ich mal, entwickelt. Wir haben erstmal gedacht, boah, jetzt raushauen, jetzt sind die Leute irgendwie mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die haben da gar keine, hätte ich auch für mich so gedacht, gar keinen Bock, erstmal jetzt irgendwie unbekannte Band zu hören. Und dann haben wir auch gesagt, komm, dann lass mal lieber einen anderen Zeitpunkt wählen, der vielleicht ein bisschen entspannter ist und haben das ganze Ding nach hinten gelegt. Wir hätten das auch schon, wie gesagt, im März, April 2020 veröffentlichen können, aber haben uns dann aufgrund dieser Pandemie-Geschichte auch dagegen entschieden, weil das für uns einfach zu blöd gewesen wäre. Und jetzt so im Nachgang, hast du richtig entschieden oder hättest du lieber das Album ein bisschen früher veröffentlicht gesehen?
Nee, ich finde, das war okay. Ich finde es okay. Also ich sag mal so, es gab auch einige Rezensionen, da stand dann auch so ein bisschen Herbstalbum, Winteralbum. Das ist ja jetzt nicht das Happy Party Album, das man sich im Sommer anhört und denkt, wow, I have a real good feeling oder sowas, sondern das ist ja dann, wie eingangs schon erwähnt worden, ist auch ein Album, wo man ein bisschen genauer hinhören muss und das auch so einen gewissen, ja, melancholischen, etwas schwereren, jetzt nicht düstern, also es ist jetzt nicht, wo man sich jetzt eingraben muss in seinen Sarg und dann denken, scheiße, die Welt ist so, naja, schwarz und düster, ich bewege mich abwärts sozusagen, sondern einfach so eine gewisse Melancholie einfach im Album. Und ich glaube, das passt irgendwie besser in den Herbst als in den Sommer. Also würde ich jetzt mal so sagen. Ja, wobei Marcel und ich haben schon mal festgestellt, dass wir beide gerne so, ich sage jetzt mal, kalte Alben auch im Sommer hören, um uns, ich sag mal, mental ein bisschen runterzukühlen. Das stimmt. Okay, ja gut, dann wird es wäre so eine Allzweckwaffe, dann könnte man das natürlich so einen Zweck entfremden und dann als Sommeralbum deklarieren. Das ist aber dann wahrscheinlich eine persönliche Präferenz, ne? Also ja, aber wir sind schon mal zwei Personen von gerade vier, denen das so geht. Also vielleicht gibt es ja noch mehr. Ja, wer weiß, who knows, ne? Also ihr da draußen, wenn es euch auch so geht, schreibt uns doch einfach mal. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Instagram schreiben, da gibt es @pommesgabel.podcast, heißt es, glaube ich. Da erreicht ihr uns. Oder auf powermetal.de stehen auch unsere ganzen E-Mail-Adressen. Sagt uns einfach mal, wie es euch geht. Ich würde das mal sehr interessant finden. Ja, ich finde es auch super interessant. Es wäre auf jeden Fall ein cooles Feedback auf jeden Fall. Und ob ihr dann im Hochsommer auch richtig Bock auf True Norwegian Black Metal habt. Du bist für die Lyrics zuständig, hast du anfangs gesagt. Ich habe auf eurer Homepage, glaube ich, gelesen, dass ihr erst die Musik schreibt und dann die Texte. Wie entscheidest du, was für Lyrics ein Song bekommt? Das ist ein schwieriger Prozess. Die meisten, also die ich jetzt so kenne, auch in Krefeld und Umgebung, die sind, glaube ich, eher dazu geneigt, dass sie zuerst die Lyrics schreiben und dann versuchen, eben den Song zu kreieren. Und bei uns ist das schon seit Jahren so, dass wir wirklich erstmal in den Proberaum gehen, eine Runde zocken, irgendwie in dem Jam entstehen dann diese gewissen Riffs oder auch bestimmte Rhythmiken und dann guckt man, guck mal, mach mal so und so. Und wenn dann der Song fertig ist, summe ich einfach schon mal die Melodie, wie ich mir die vorstelle, auch in einem gewissen Takt. Und darauf versuche ich dann, die Lyrics zu schreiben. Also ich weiß ganz genau, wenn ich mich dann hinsetze, die müssen so und so sein wie in der Melodieführung, also von der Gesangsmelodieführung. Und ja, die Texte, das ist ein Prozess, da habe ich mich dann, das war auch die Winterzeit von Januar bis März 2019, da wurde ich ein bisschen gedrängt, jetzt schreib doch mal die Texte, weil ich ein bisschen faul war ich schon, muss ich zugeben, habe ich mich dann hingesetzt und über nachgedacht, okay, das hat die und die Stimmung, der Song könnte das und das ausdrücken und dann entstanden bestimmte Ideen, die mir in den Kopf gekommen sind und dann, ja, manchmal war ein Song innerhalb von 2 Tagen fertig. Bei manchen habe ich dann nochmal 2 Monate gebraucht. Also das ist immer so ein ganz individueller Prozess, wie man so Texte schreibt. Manchmal hat man eine Line und dann schreibt man einfach so ganz, ganz runter. Es schreibt sich von selber und bei anderen denkt man, das klappt nicht, das klingt nicht gut oder da brauche ich ein anderes Wort dafür. Das darf aber auch nicht irgendwie so ein random Wort sein, das einfach nur da ist, weil es gefüllt werden muss. Das muss auch Sinn ergeben. Das ist unheimlich schwierig, echt. Euch gibt es ja seit 1999. Gibt es euch seitdem auch schon in dieser Konstellation oder wie hat sich das geändert? Also in der Konstellation gibt es uns seit 99. Wie gesagt, vorher haben wir auch in verschiedenen Formationen gespielt und man hat einfach gemerkt, dass wir das schon ernst nehmen wollten und die Leute, mit denen man dann vorher gespielt hatte, die sind dann abgesprungen, weil die meinten, oh nee, das ist mir zu anstrengend hier und das geht mir zu sehr in die professionelle Richtung und ich wollte einfach hier nur so einen Fun haben. Und dann hat man eben gemerkt, dass sich das eben in diesem Dreigestirn, sag ich mal, herauskristallisiert hat, dass alle drei ungefähr den gleichen Weg gehen wollten. Und ja, das hat sich dann halt so entwickelt. Trotz dieser langen Bandgeschichte ist Mosaik ja erst euer zweites Album.
Das liegt eben daran, dass wir eben sehr perfektionistisch veranlagt sind und wirklich nur das raushauen, wohinter wir wirklich stehen. Ich weiß, dass einige sagen, uns nachsagen, ja, ihr seid ja nicht sehr produktiv oder output-orientiert. Aber ich finde, wenn ich ein Album mache, muss das richtig gut sein. Also ich muss richtig davon überzeugt und auch wirklich der Zuhörer mit dem Song was anfangen kann. Ich mag keine Platten, wo ich so Füllsongs habe. Da sind dann zwei Songs durch eine Platte und dann denke ich so, naja, aber so sieben Songs sind halt so am Reißbrett entstanden, die Texte sind scheiße, irgendwie keinen Sinn. Das kann ja jeder. Und deshalb ist das eine andere Herangehensweise. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt finanziell so abgesichert wären in der ganzen Zeit, wo man nur Musik machen hätte können, dann hätten wir natürlich auch mehr rausgebracht. Aber wir mussten ja auch noch andere Sachen machen. Deshalb war das mit unserer perfektionistischen Art und auch den Umständen so nicht zu vereinbaren, dass wir jetzt alle 4 Jahre ein Album raushauen. Du hast ja vorhin gesagt, dass du ja mit deiner Schwester, die am Bass spielt, in der Band bist. Und es gibt ja viele, ja, sehr bekannte Bands auch, die ja ihre Geschwister in der Band haben. Was gibt es denn da so für Vor- und Nachteile? Also der Vorteil ist, dass wir ein gleiches Verständnis haben für Melodien. Wenn sie zum Beispiel irgendwas auf dem Bass spielt, sage ich, ah cool, spiel da mal so und so. Also wir sind uns da relativ schnell einig. Auf der anderen Seite, wenn dann mal ich gar nicht zufrieden bin und sie nicht zufrieden bin, dann gibt es dann schon mal richtig Rambazamba. Also da kann dann können auch schon mal die Fetzen fliegen im Proberaum und der Leidgeplagte ist dann unser Schlagzeuger, der dann einfach rausgeht und sagt, ich gehe mal einen rauchen, ne, bis ihr euch wieder beruhigt habt. Ne? Also weil so musikalische Differenzen schnell persönlich werden, ne? Ja, vor allem, wenn das dann so eng ist. Also das ist ja auch nicht nur so eine Band, sondern das ist ja auch so Family Business, sag ich mal, oder Family-like. Und da ist es halt dann schon schwierig, dann wird dann nochmal nach der Probe nochmal telefoniert und dann nochmal sich angekackt, sag ich mal, nach, warum, das war aber eine gute Melodie, aber nein. Und dann gibt es so Diskussionen, die dann bis in die Nacht dauern, dass man so erschöpft ist, bis am nächsten Morgen muss man ja arbeiten, dass man sich auf die Arbeit auch gar nicht konzentrieren kann und dann versucht dann in der nächsten Probe diese Probleme in Anführungsstrichen zu lösen. Aber das wäre so ein Nachteil, dass wenn dann eben mal beide auf ihrem Standpunkt beharren, dass es dann, sag ich mal, die Geißböcke aneinander gehen. Das ist selten. Ich hätte noch eine Frage, Herr Englisch- und Philosophielehrer. Wissen deine Schüler von deiner musikalischen Fähigkeit? Oder kam auch mal ein Schüler oder eine Schülerin dann auf dich zu und sagte, lieber Herr Lehrer, können Sie uns nicht irgendwie mal was von Syntonic anspielen oder mal mitgeben? Das gibt es, aber ich versuche das möglichst in der Schule fernzuhalten. Das ist ein großer, großer Spagat. Es gibt auch Lehrer, die sind auch in Bands, ja, tragen das so nach außen. Ich finde das eher immer unangenehm. Also in der Schule möchte ich die Fächer unterrichten, die ich habe, und da spielt die, sollte die Band für mich irgendwie gar keine Rolle spielen. Also da versuche ich wirklich Lehrer zu sein. Natürlich kann man das nicht immer so ablegen, aber das versuche ich schon rauszuhalten. Das ist ganz komisch einfach, weil ich fühle mich damit nicht wohl. Es gibt bestimmt einige, die das super geil finden und sagen, ey, geht da mal drauf und das ist eine geile Band, zieht euch die rein und ja, ich bin der coole Lehrer. Das finde ich halt so ein bisschen peinlich berührt. Also ich weiß nicht. Wenn jemand das entdeckt durch Zufall, sage ich, ja, cool, kannst du dir mal reinhauen und so. Aber ja, also jetzt hausieren zu gehen und nee, das weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie dann doch zu... Da will ich die bestimmte Bereiche einfach trennen. So, ich glaube, wir sind durch mit unseren Fragen. Zu guter Letzt haben wir immer noch unsere Lieblingsfrage. Ich hoffe, du hast dir eingehende Gedanken darüber gemacht. Rocco, was ist dein Lieblingslied zurzeit? Puh, sehr, sehr schwierig. Soll ich erstmal Marcel fragen? Ja, frag ihn erstmal. Ich muss überlegen. Echt, das ist sehr, sehr schwierig. Ich fühle gerade mit dir mit. Ich finde das auch extrem schwierig. Das ist mega schwierig, echt. Marcel, was ist denn gerade dein Lieblingslied? Ja, ich soll laut Jakob eigentlich Scooter mit Fuck 2020 sagen, aber tatsächlich ist es 3 Inches of Blood mit The Gold Riders Horde. Leider haben sie sich vor ein paar Jahren aufgelöst. Eine sehr, sehr geile Band aus Kanada. Hätte noch sehr, sehr gern gesehen, wohin es die Band getrieben hätte. Jakob, hast du einen Song? Ja, also Marcel hat mir vorgeschlagen, ich soll Celine Dion mit My Heart Will Go On nehmen. Gute Sängerin. Das auf jeden Fall, ja. Ja,
Aber tatsächlich habe ich einen Song noch mehr gehört als den. Und das ist der neue Song von dem Liquid Tension Experiment. The Passage of Time heißt er. Da freue ich mich sehr auf das Album. Das ist das erste seit fast 20 Jahren. Und das ist ja so eine Prog-Supergroup, ne? Ja, genau, Rocco kennt sie bestimmt. Das sind ja Hälfte von Dream Theater mit dabei. Also John Petrucci, Gitarre, John Woodes, Keyboard, Mike Portnoy, ehemaliger Schlagzeuger von Dream Theater. Und halt Tony Levin von King Crimson und Peter Gabriel am Bass. Geiles Zeug. Ja, das meine ich ja eben, ne? Das ist, obwohl Dream Theater manchmal so ein bisschen ganz, kann manchmal auf die Nerven gehen, da finde ich Porcupine Tree, finde ich, haben die richtige Balance, würde ich jetzt mal so behaupten, zwischen Prog und Gefälligkeit, ohne das anbiedern zu meinen. Also wo man merkt, so bei Dream Theater habe ich manchmal das Gefühl, da sind bei den Konzerten sind dann die Schlagzeuger, Gitarristen, Bassisten ganz vorne und gucken denen auf die Finger und sagen, ja, das hast du gut gespielt. Aber es geht nicht, es muss um den Song einfach immer gehen. Und du kannst auch eine einfache, simple Melody einfach haben und einen ganz einfachen Beat und schwuppdiwupp hast ein gewisses Gefühl auch erzeugt. Damit will ich jetzt gar nicht irgendwie die Dream Theater-Fans dissen, sondern ich empfinde im Porcupine Tree als die bessere Balance. Also das heißt natürlich, das sind ja Top-Musiker von Dream Theater, also absolute Weltspitze. Aber es ist natürlich auch eine persönliche Einstellung einfach, wie man die Musik jetzt empfindet, ne? Ja, das stimmt. Und Liquid Tension Experiment finde ich, obwohl das sehr fricklig ist, es ist auch melodiös irgendwie. Finde schon, das ist irgendwie auch, hat was Eingängiges auch. Kann man sich mal anhören. Ich gehe in eine ganz andere Richtung mit meinem Lieblingssong. Wir haben nämlich gestern Matrix, den ersten Film, mal wieder geguckt. Und es gibt eine Band, die heißt Season of Ghosts. Die haben auf ihrem Debütalbum viele Zitate aus Matrix genommen. Also viele Passagen, prägnante Sätze zum Beispiel. Auch in dem Song, den ich jetzt hier mitgebracht habe. Er nennt sich Quantum Through the Looking Glass. Und da ist zum Beispiel auch drin, I can only show you the door, you are the one who has to walk through it. In den allermeisten Fällen, oder ich glaube in allen, spricht das aber auch die Sängerin ein, sodass man auch, wenn man den Film vor langer, langer Zeit das letzte Mal gesehen hat, manches gar nicht als solches erkennt. Und wenn man diesen Film dann aber sieht und dann an dieses Album denkt, dann ist das so, boah, wie viel Matrix ist in diesem Album. Also es ist total cool. Cool. Ja, Matrix ist ja sowieso ein Megafilm. Also es ist, ja. Und wie der damals schon aussah, 99, ne? Diese Optik ist einfach immer noch aktuell. Ja. Ja, jetzt bin ich dran. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Also mir ist es von Nine Inch Nails Hurt eingefallen. Den Song finde ich einfach mega. Der hat Tiefe und eine gewisse Mysteriosität einfach. Wenn ich den Song jetzt als Lieblingssong nehmen würde, dann würde ich den nehmen, ja. Das ist übrigens auch noch so eine Band, die absoluten Einfluss hat. Nein, den Schnells habe ich vergessen. Mein Gott, wie konnte ich? Oh mein Gott. Wunderbar. Dann vielen Dank, Rocco, dass du bei uns warst. Ja, bitte sehr. Danke, dass ich da sein durfte und mit euch das Gespräch führen konnte. Hat Spaß gemacht, war witzig, informativ und ja. Das fanden wir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.